Ja, was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe natürlich wow gedacht und habe die Chance genutzt, mich zu bewerben. Und wurde dann tatsächlich auch eingeladen nach Hamburg und habe das Ding gewonnen und war natürlich sehr, sehr glücklich und dankbar und bin es natürlich heute noch. Das mit der Selbstlernphase klappt eigentlich ganz gut. Die Plattform ist auch sehr gut aufgebaut mit sehr vielen Hilfestellungen und Musterlösungen etc. Und ja, nur mit dem Zeitmanagement, das muss vielleicht noch ein bisschen sich einspielen. Ganz klar, dass man sich alles irgendwie selbst legen kann und natürlich auch Zeit für eigene Projekte hat oder auch für Praktika oder Studentenjobs, wo man dann sein Erlerntes gleich in die Tat umsetzen kann. Also die HAM hatte eigentlich immer ein offenes Ohr und hat sich für Fragen Zeit genommen und ja, bietet auch so sehr viele Gadgets, sage ich mal, an für seine Studenten, um sie zu unterstützen. Also es ergänzt eigentlich sehr gut, denn die Ausbildung war sehr, sehr kreativlastig, sage ich mal. Wir haben halt gelernt, wie man eine Kollektion erstellt und auch die Schnitte oder das Nähen, bis dann halt das Kleidungsstück entstanden ist. Und aber haben halt so diese betriebswirtschaftlichen Aspekte nicht so sehr durchgenommen. Und das wird natürlich hier gelehrt und ergänzt es sehr gut. Also ich spiele schon länger mit dem Gedanken, mich eventuell selbstständig zu machen. Und da wird das Studium natürlich sehr unterstützend sein. Und auch die Themen Nachhaltigkeit und sowas interessieren mich sehr. Und ich hoffe, dass ich da später dann auch meinen beruflichen Weg finden werde. Also was wünsche ich mir vom Studium? Dass ich natürlich durch das Know-how der Dozenten neues Wissen mitnehmen werde und dadurch meinen beruflichen Werdegang finden werde.